Hallo, guten Morgen. Ich lese EUR leicht gemacht. Das Buch ist in Lektionen und Teile unterteilt und ich bin im ersten Teil vorab bei Lektion 1. Was bedeutet Selbstständigkeit? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kleine Seiten. So. Was bedeutet Selbstständigkeit? Lektion 1. Fall 1: Der Gewinn und die Selbstständigkeit. Ihr alter Schulfreund F kommt zu Ihnen, weil er von ihrer masochistischen Neigung zu trockenen Steuergesetzen gehört hat. Er verkauft seit einiger Zeit Haushaltswaren über eine Auktionsplattform im Internet mit einem netten Gewinn. Die Haushaltswaren hat er zuvor aus Konkursmassen erworben. Er möchte sich bei Ihnen vergewissern, ob sein Hobby Auswirkungen auf die Steuer hat. Was können Sie ihm antworten? Ob jemand als selbstständiger Unternehmer anzusehen ist oder nicht, richtet sich nach bestimmten Tatbestandsvoraussetzungen. Die Tatbestandsvoraussetzungen finden Sie im Beschluss 15 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes wieder. In der Abgrenzung der gewerblichen Einkünfte von den sonstigen selbstständigen Einkünften. Übersicht 1. Selbstständigkeit ist farblich abgesetzt. Fünf Tatbestandsvoraussetzungen der Selbstständigkeit. Erstens Selbstständigkeit. Die Tätigkeit wird auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko ausgeübt. Zweitens Nachhaltigkeit. Die Tätigkeit wird mit Wiederholungsabsicht ausgeübt. Es genügt also nicht der einmalige Verkauf der privaten Comicsammlung. Drittens Gewinnerzielungsabsicht. Die Absicht, mit dieser Tätigkeit Gewinn zu erzielen, muss vorhanden sein. Steuern zu sparen gilt nicht als Gewinnerzielungsabsicht. Viertens. Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Das Angebot muss einem Markt zur Verfügung gestellt werden. Es müssen also mehrere potenzielle Abnehmer vorhanden sein. Fünftens, keine private Vermögensverwaltung. Dabei handelt es sich um eine ungeschriebene Voraussetzung, die durch die steuerliche Rechtsprechung ausgearbeitet wurde, aber nicht im Gesetz aufgeführt ist. Unter privater Vermögensverwaltung versteht man den Einsatz vorhandenen eigenen Vermögens zur Erzielung von Erträgen. Keine selbstständige Tätigkeit ist daher zum Beispiel die Vermietung von Wohnungen, Grundstücken oder die Geldanlage auf Festgeldkonten. So, damit ist die Übersicht 1 Selbstständigkeit beendet. Der alte Schulfreund ist also als klassischer Unternehmer anzusehen. Der alte Schulfreund ist also als klassischer Unternehmer anzusehen, weil erster Punkt ist, er die Haushaltswaren auf eigene Rechnung erwirbt und veräußert. Er geht also ein finanzielles Risiko ein, wenn er auf seinen Sonderposten sitzen bleibt. Dann zweiter Punkt ist, er nicht nur einmalig verkauft, sondern regelmäßig über den Internetshop. Er übt die Tätigkeit also nachhaltig aus. Das war zu zweitens Nachhaltigkeit.
Zu drittens Gewinnerzielungsabsicht. Er mit dem Verkäufen Gewinn erzielt. Zu viertens Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Er die Haushaltswaren über eine öffentlich zugängliche Plattform anbietet. Es ist ein Marktangebot. Zu fünftens keine private Vermögensverwaltung. Es handelt sich nicht um eine private Vermögensverwaltung. Er setzt zwar auch einen Teil seines Vermögens ein, aber er schichtet sein Geld kurzfristig in Waren um, in Klammern beim Einkauf, und die Waren wiederum kurzfristig in Geld mit dem Verkauf. So, das heißt keine private Vermögensverwaltung. So. Fall 2. Die Arten selbstständiger Tätigkeit. Fall 2, die Arten selbstständiger Tätigkeit. Ihre Antwort hat F bereits befürchtet. Einerseits findet er es schön, dass er zu den Unternehmerpersönlichkeiten gehört. Andererseits würde er gerne von Ihnen wissen, wo er sich als Unternehmer wiederfindet. Er hat nämlich gehört, dass es verschiedene Arten selbstständiger Tätigkeit gibt. Es existieren folgende selbstständige Tätigkeiten. Land- und Forstwirtschaft, Beschluss 13 des Einkommensteuergesetzes. Selbstständige Tätigkeit, Beschluss 18 des Einkommensteuergesetzes, unterteilt in freiberufliche und sonstige selbstständige Tätigkeit und gewerbliche Tätigkeit. Beschluss 15 des Einkommensteuergesetzes. So. Land- und Forstwirtschaft. Die werden jetzt aufgezählt. Es geht halt mit Beschluss 13 Einkommensteuergesetz Land- und Forstwirtschaft los und die Arten selbstständiger Tätigkeit werden jetzt, glaube ich, beschrieben. Das Hauptaugenmerk bei der Land- und Forstwirtschaft liegt auf der natürlichen Nutzung des Bodens zur Herstellung und Verwaltung von Erzeugnissen, in Klammern Getreide, Hühner, Eier etc. Folgende Arten der Land- und Forstwirtschaft existieren. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Waldbewirtschaftung, Gartenbau, zum Beispiel Baumschule. Dann in Abgrenzung dazu Tierzucht und Tierhaltung. Und in Abgrenzung dazu noch Jagd, Teichwirtschaft, Fischzucht, Imkerei, Schäferei. Hinweis. Wird die Land- und Forstwirtschaft zu extensiv betrieben, sodass die natürliche Nutzung des Bodens hinter der Produktion von Erzeugnissen zurücktritt, erfolgt eine Umqualifizierung in gewerbliche Einkünfte. Demgemäß, gemäß Definition, erzielt Ihr alter Schulfreund keine Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. So. Dann kommen wir nach Beschluss 18 des Einkommensteuergesetzes zu freiberuflicher Tätigkeit. Freiberufliche Tätigkeit. Die Frage, ob eine freiberufliche bzw. selbstständige Tätigkeit vorliegt, ist bedeutsam für die Frage der Gewerbesteuerpflicht. Lektion 4, Einstieg in Umsatz- und Gewerbesteuer. Freiberufler und selbstständig Tätige zahlen nämlich im Gegensatz zu Gewerbetreibenden
keine Gewerbesteuer. Wann also liegt eine freiberufliche Tätigkeit vor? Der freiberuflich Tätige muss in der Lage sein, jeden Auftrag selbst leitend und eigenverantwortlich durchzuführen. Kernmerkmal der freiberuflichen Tätigkeit ist die geistige Leistung, die der Freiberufler erbringt. Es muss eine persönliche Arbeitsleistung sein. Sie muss im Vordergrund der Tätigkeit stehen. Die Aufzählung der freiberuflichen Tätigkeiten in Beschluss 18 Absatz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes in Klammern sogenannte Katalogberufe ist nicht abschließend. Grundsätzlich fallen alle selbstständigen und mit Gewinnerzielung ausgeübten Tätigkeiten im wissenschaftlichen, unterrichtenden, erzieherischen, künstlerischen und schriftstellerischen Bereich darunter. So, jetzt kommt ein abgesetzter Kasten mit einem Euro daneben. Steuertipp. Das Finanzamt will Ihre freiberufliche Tätigkeit nicht anerkennen und die Tätigkeit als gewerbliche qualifizieren mit dem Nachteil der Gewerbesteuerpflicht. Existiert keine gesetzliche Regelung oder Rechtsprechung zu Ihrem Berufsbild, kann ein Sachverständigengutachten eingeholt werden. Die zweite Möglichkeit ist, beim Finanzamt eine verbindliche Auskunft zu beantragen. Erfolgt eine Negativauskunft, in Klammern Qualifizierung als gewerbliche Tätigkeit, kann dagegen Einspruch eingelegt werden. Wird der Einspruch vom Finanzamt abgewiesen, kann vor dem zuständigen Finanzgericht gegen diese Entscheidung geklagt werden. Damit ist der Kasten zu Ende. Hinweis: Die Gewerbesteuerpflicht ließe sich noch verschmerzen. Lässt sich doch die gezahlte Gewerbesteuer mit der Einkommensteuer verrechnen, in Klammern siehe Kapitel 4. Verbunden mit der Gewerblichkeit ist jedoch auch die Zwangsmitgliedschaft in der IHK, Industrie- und Handelskammer, bzw. HWK, Handwerkskammer, mit einer entsprechenden Beitragspflicht. Die Beitragshöhe ist dabei nach dem Gewinn gestaffelt. So, jetzt kommt nach Beschluss 18 des Einkommensteuergesetzes die sonstige selbstständige Tätigkeit. Sonstige selbstständige Tätigkeit. Diese sind ebenfalls im Beschluss 18. Diese sind ebenfalls im Beschluss 18 des Einkommensteuergesetzes aufgeführt. Dazu gehören unter anderem staatliche Lotterieeinnehmer, Tätigkeit als Vermögensverwalter und Testamentsvollstrecker, Aufsichtsratsvergütung, in Klammern Kontrollorgan bei Kapitalgesellschaften. Nachfolgend werden die Autoren von freiberuflichen Tätigkeiten schreiben, wenn es um Tätigkeiten des Beschlusses 18 des Einkommensteuergesetzes geht, Missverständnissen zu den selbstständigen unternehmerischen Tätigkeiten als Gewerbetreibender und der Landforstwirtschaft zu vermeiden. Ihr Schulfreund ist, wie damals in der Schule, auch nicht so sehr ein Kopfarbeiter. Begleiten Sie mich also zur gewerblichen Tätigkeit. So. Also selbstständige Tätigkeiten sind zum Beispiel Aufsichtsratsvergütung. Da steht sonst nicht hierzu. So. Gewerbliche Tätigkeit. So. Gucken wir gerade nach. Das ist Beschluss 15 des Einkommensteuergesetzes. Gewerbliche Tätigkeit. So.
Gewerbliche Tätigkeit. Die weitere Abgrenzung ist einfach. Alles, was nicht zu den land- und forstwirtschaftlichen und freiberuflichen Tätigkeiten gehört und bei denen die fünf oben erwähnten Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, ist eine gewerbliche Tätigkeit. Der gewerblichen Tätigkeit hat der Bundesfinanzhof zum Beispiel folgende Berufe zugeordnet: Händler, Handwerker, Friseure, Apotheker, Gebrauchsgrafiker und Designer, Fotografen, Softwarevertreiber, Optiker, Zahntechniker, in Klammern nicht der Zahnarzt. Ihr Schulfreund ist also ein klassischer Gewerbetreibender. Sie können aber auch als Freiberufler plötzlich gewerblich werden. Eine immense Gefahr besteht zum Beispiel, sollte die freiberufliche Tätigkeit durch zu viele Hilfspersonen ausgeführt werden. Fall 3, Freiberufler oder Gewerbetreibender. Fall 2 war die Arten selbstständiger Tätigkeit. Fall 1 war der Gewinn und die Selbstständigkeit. Anstrengend, ich muss mich dabei konzentrieren. Fall 3, Freiberufler oder Gewerbetreibender. Der äußerst erfolgreiche Architekt A erweitert sein Architektenbüro und stellt einen jungen Kollegen ein, den er in seine neuen Aufgaben einweist und für dessen Arbeit er die volle Verantwortung übernimmt. Als er kurze Zeit später mehrere größere Aufträge an Land ziehen kann, entscheidet er sich, weitere Ingenieure und Architekten einzustellen, von denen einer als Geschäftsführer die täglichen Geschäfte überwachen soll, während er sich nur noch selten im Büro zeigt und viel Zeit auf seiner neuen Yacht im Mittelmeer verbringt. Übt A weiterhin eine freiberufliche Tätigkeit aus? Nein. Solange A die wesentlichen Entscheidungen in fachlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht für sein Architektenbüro trifft, ist er freiberuflich tätig. Mit Übergabe der Leitung an den neuen Geschäftsführer wird eine fachliche Leitung durch A verneint. Er bedient sich zu vieler Hilfspersonen. Es handelt sich fortan um gewerbliche Einkünfte. Übersicht 2 ist ein Kasten. Umqualifizierung in gewerbliche Einkünfte. Freiberufliche Tätigkeit wird durch zu viele Hilfspersonen ausgeführt. Eine Leitungsfunktion kann durch den Berufsträger nicht mehr ausgeübt werden. Zweitens, freiberufliche Tätigkeit wird mit einer originär gewerblichen Tätigkeit vermischt. Zum Beispiel Augenarzt GbR verkauft auch Kontaktlinsen ohne strikte Trennung der zwei Tätigkeiten. Drittens, in einer freiberuflichen Partnerschaft sind auch Gesellschafterpartner, die keine Freiberufler sind. Zum Beispiel ein Unternehmensberater ist Partner in einer Rechtsanwaltspartnerschaft. Tritt eine dieser Konstellationen auf, wäre jeweils die Folge einer Umqualifizierung der freiberuflichen. Tritt eine dieser Konstellationen auf, wäre jeweils die Folge eine Umqualifizierung der freiberuflichen in gewerbliche Einkünfte. Also, es gibt drei Fälle und dann
hat man keine freiberufliche Tätigkeit mehr, sondern eine gewerbliche, sondern gewerbliche Einkünfte. So. Jetzt kommt ein Hinweis. Hinweis, die strenge Auslegung der vervielfältiger Theorie. Die strenge Auslegung der vervielfältiger Theorie. Also, dass eine zu große Anzahl von Hilfspersonen stets eine gewerbliche Tätigkeit begründet, wurde durch die Rechtsprechung aufgegeben. Es wird nunmehr nur noch darauf geachtet, ob der Chef weiterhin eigenverantwortlich und leitend tätig ist. Übersicht 3, Prüfschema der Selbstständigkeit. Erstens, wird die Tätigkeit selbstständig ausgeübt, in Klammern eigenes Risiko. Zweitens, wird die Tätigkeit nachhaltig wiederholend ausgeübt. Drittens, existiert die Absicht, Gewinn zu erzielen. Viertens, wird die Ware, die Dienstleistung der Allgemeinheit angeboten. Und fünftens handelt es sich nicht um private Vermögensverwaltung. So, das hat zwei Konsequenzen. Die erste ist, alle antworten ja, es liegt Selbstständigkeit vor. Mindestens eine Antwort nein, keine selbstständige Tätigkeit. Also als erstes muss man gucken, ob überhaupt Selbstständigkeit vorliegt. So. Nutzung der natürlichen Ressourcen zur Produktion von Erzeugnissen. Ja, dann liegt land- und forstwirtschaftlich selbstständige Tätigkeit vor. Geistig eigenverantwortliche Tätigkeit. Die Person steht im Vordergrund. Dann ist es eine freiberufliche Tätigkeit. Ansonsten ist es eine gewerblich selbstständige Tätigkeit. Und mit dieser Übersicht 3 Prüfschema der Selbstständigkeit endet die erste Lektion. Es geht weiter mit Lektion 2, Gewinnermittlungsarten. Tschüss.